Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran: O ihr Menschen, fürchtet euren Herrn, der euch aus einem einzigen Wesen erschaffen hat. Und aus ihm erschuf er seine Gattin. Er Azza wa Jal macht uns klar, dass Hawa alayhi salam aus Adam alayhi salam erschaffen wurde. Um genau zu sein, wurde Eva aus Adams Rippe erschaffen. Der Prophet sallallahu alayhi wasallam sagte: O ihr Muslime, ich rate euch, sanft mit euren Frauen umzugehen, denn sie wurden aus einer Rippe geschaffen. Der Prophet sallallahu alayhi wasallam zeigt uns auf, dass die Frau ein Teil von uns ist und dass sie eine Begleiterin für das ganze Leben ist. Der Islam hat die Frauen geehrt und ihnen eine besondere Stellung beigemessen. Wir erlangen durch die Frauen das Paradies. Du willst sicherlich wissen, wie das möglich ist. Dann lass uns gemeinsam anschauen, was Allah und sein Gesandter dazu sagen. In vielen Gesellschaften sind die Menschen traurig, wenn sie eine Tochter bekommen haben. Sie verstehen den Segen dahinter nicht und welch eine großartige Belohnung auf sie wartet. Vielmehr muss man stolz und dankbar gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala sein, dass Allah einem eine Tochter geschenkt hat. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam motiviert uns, unsere Töchter gut zu erziehen. Er sallallahu alaihi wasallam sagt: Und wer drei Töchter aufgezogen hat oder ihresgleichen von seinen Schwestern und ihnen gute Erziehung gegeben hat, sie mit Güte behandelt hat, bis sich Allah ihre annimmt, für den hat Allah das Paradies bestimmt. Ein Mann fragte: Ja, Rasulullah, und bei zweien? Er antwortet: Und bei zweien. Sodass der Mann sagte: Und bei einer? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam antwortete: Und auch bei einer. Allahu Akbar! Wie kann man noch über eine Geburt einer Tochter traurig sein? Ist es nicht ein großartiger Gewinn? Meine lieben Geschwister, du bekommst das Paradies, wenn du deine Tochter islamisch erziehst. Welch eine Baraka doch die Frau mit sich bringt. Diese Tochter wird eines Tages erwachsen und sie wird inshallah heiraten. Welche Baraka kann der Ehemann aus der Ehefrau erwarten? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagte: Wenn Allah einem eine rechtschaffene Frau schenkt, so hat er ihm dabei geholfen, die Hälfte seines Imans zu bewahren. So soll er Allah fürchten und ihm Ehre erweisen, was die andere Hälfte anbelangt. Subhanallah, die Hälfte des Imans macht die rechtschaffene Ehefrau aus. Wie glücklich kann sich der Ehemann schätzen, eine Frau zu heiraten, um seinen Iman vervollständigen zu können. Heutzutage gehen die Männer mit ihren Ehefrauen sehr schlecht um. Sie schenken ihnen gar keine Aufmerksamkeit. In manchen Fällen beleidigen sie sogar ihre Ehefrau. Und manchmal rutscht sogar dem einen oder dem anderen die Hand aus. Lass deine Vergangenheit hinter dir und fang ab heute neu an. Und lasse Respekt und Barmherzigkeit beste Bestandteile deiner Ehe werden. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Die Gläubigen sind am vollkommensten im Glauben, welche den besten Charakter und Benehmen haben. Und die Besten von euch sind die, die ihre Frauen am besten behandeln. Habe immer im Hinterkopf, dass du durch sie viel Segen bekommen kannst. Und dadurch bekommst du eine weitere Chance, das Paradies zu erreichen, wenn ihr gemeinsam eine Tochter bekommt. Verpasse nicht deine Chance auf das Paradies. Ja Allah, wahrlich, du bist der Barmherzigste aller Barmherzigen. Die Ehefrau wird eines Tages Mutter, inshallah. Jetzt haben die Kinder die Möglichkeit, durch sie das Paradies zu bekommen. Der Gesandte Allahs fragte: Hast du eine Mutter? Er sagte: Ja. Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam: Geh zu ihr und bleib bei ihr. Wahrlich, das Paradies liegt unter ihren Füßen. Deine Liebe muss ihr gegenüber vom innersten Punkt deines Herzens kommen. Sei gütig zu ihr und sieh über ihre Fehler hinweg. Hilf ihr beim Einkauf. Natürlich hat dein Vater ebenfalls Anrecht auf Respekt und Barmherzigkeit. In dieser Gesellschaft sind die Altersheime voll. Man sieht überall alte, einsame Menschen. Man sieht die Einsamkeit in ihren Gesichtern. Man kennt das. Sie freuen sich über jedes Gespräch, da sie niemanden zum Reden haben. Wallahi, was für ein trauriger Zustand. Deine Mutter, die dich 9 Monate getragen hat,
ihre Nahrung, ihren Schlaf und ihre körperliche Fitness deinetwegen geopfert hat. Hast du das etwa vergessen? Erinnerst du dich, als du ein Baby warst und sie schlaflose Nächte wegen dir hatte? Die schwarzen Augenringe, die sie aus Sorge um dich bekommen hat? Sie hat alles für dich stehen und liegen lassen, damit du dich wohlfühlst. Sie hat auf ihr Essen verzichtet, damit du zuerst essen kannst und satt bist. Und danach hat sie sich mit einigen Bissen zufrieden gegeben, weil sie mit ihren Gedanken nur bei dir gewesen ist. Die tausenden von Windeln, die sie gewechselt hat, als du krank warst und sie dich jedes Mal versorgt und mit Güte behandelt hat, hast du hoffentlich nicht außer Acht gelassen. All die Sachen, die du zu Hause kaputt gemacht hast, für Chaos gesorgt hast und sie es immer wieder aufs Neue aufgeräumt hat. Du stehst immer in der Schuld deiner Mutter. Sei ihr ein gutes Kind, denn irgendwann wird sie alt und sie wird auf deine Hilfe angewiesen sein. Vergiss niemals, was sie alles für dich getan hat. Subhanallah, welchen Segen der Islam der Frau gegeben hat. Ob als Tochter, Ehefrau oder Mutter, alle in ihrem Umfeld profitieren durch sie. Jetzt weißt du, welchen Stellenwert die Frau im Islam hat. Egal in welchem Alter sie sich befindet und egal in welcher Beziehung du zu ihr stehst, du kannst durch sie das Paradies bekommen.